Also es ist so, grundsätzlich natürlich sollen wir die Möglichkeiten ausloten bzw. hier menschlich miteinander umgehen und die Aufnahme von Flüchtlingen nicht verwehren. Aber natürlich schaffen wir das nur bis zu einem gewissen Grad. Also dort, wo dann Infrastruktur, also wo die Infrastruktur nicht mehr reicht, aber auch, es geht ja auch um Arbeitsplätze zukünftige, um Wohnen. Ja? Also das heißt, wir müssen uns das schon sehr genau anschauen. Und wir haben hier eine Obergrenze, auch in Graz. Und wo wir einfach versucht haben zu definieren, was ist für uns als Kommune möglich, was können wir schaffen. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man diese Selbstreflexion hat und sagt, wir können uns nicht alles zumuten. Aber natürlich, solange es geht, sollen wir natürlich Menschen in Not helfen, das ist ja gar keine Frage.